Ja, Vince, schön, dass du hier bist bei uns. DOA-Konferenz. Ja. Vielleicht zum Einstieg so eine Frage, die dir wahrscheinlich, ich vermute, schon mal tausendmal gestellt wurde. Du bist Physiker eigentlich und wie kommt man von der Physik zum Kabarett? Ich wollte an die Frauen ran. Ja. Nein, ich habe Physik studiert, damals noch Diplom, heute gibt es das ja nicht mehr. War dann mir relativ schnell sicher während der Diplomarbeit, wo man dann ja wirklich wissenschaftlich ein Jahr lang arbeitet, reine Grundlagenforschung habe ich damals gemacht, dass ich nicht in der Wissenschaft bleiben will. Bin dann in die freie Wirtschaft gegangen, habe dann 3 Jahre als Unternehmensberater gearbeitet, viel IT auch tatsächlich in der Zeit gemacht. Und habe dann auch so nach 3 Jahren gemerkt, das ist es irgendwie auch nicht. Ich bin so, war so ein bisschen so ein Freak und ich war immer so ein bisschen, ich habe auch beim Kunden die PowerPoint-Präsentationen immer so leicht satirisch gemacht. Das fanden die damals gar nicht so lustig. Irgendwann habe ich dann mal gekündigt und bin dann über viele, viele Umwege auf die Bühne gegangen, weil meine damalige Freundin zu mir gesagt hat, in dieser Verzweiflung einen neuen Job zu finden, du, was du eigentlich machen willst, ist lustig Leuten Dinge zu erklären. Und ich war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich so verzweifelt in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich versuche das jetzt einfach mal und bin dann halt irgendwie hängen geblieben und mache das jetzt seit über 25 Jahren. Aber scheint ja auch dann funktioniert zu haben, wenn die Freunde einigermaßen. Sehr schön. Du hältst bei uns einen Vortrag zum Thema Big Dadaismus, ich muss das ablesen, mit gesundem Menschenverstand durch die Digitalisierung. Ja. Fehlt es bei dem Thema an gesundem Menschenverstand oder wie bist du dazu gekommen? Naja, also hier sind ja ITler, die können das natürlich schon auch richtig abschätzen, aber ich glaube schon in der allgemeinen Bevölkerung, sind auf der einen Seite die Heilsversprechen und auf der anderen Seite die Horrorszenarien, was künstliche Intelligenz und Computer angeht, schon sehr groß. Und ich versuche das halt ein bisschen in diesem Vortrag ein bisschen einzuordnen, was kann KI, was kann das menschliche Gehirn besser, was kann die Digitalisierung, was können Big Data Systeme besser, wo sind die Unterschiede? Und die positive Botschaft ist, die Systeme sind natürlich mächtig und werden natürlich auch mächtig bleiben und noch mächtiger wahrscheinlich werden, aber die menschliche Kreativität, die menschliche Fantasie, das ist unsere Schlüsselqualifikation. Wir können uns Fragen stellen über die Zukunft, wir können eine Kausalität herstellen. Also wir wissen, was wir fragen, wir verstehen, was wir fragen wollen. Und ein Computer ist in letzter Konsequenz dann doch nur eine einfache Rechenmaschine, der Korrelationen, aber keine Kausalitäten bisher kennt. Und das versuche ich so ein bisschen aufzudröseln. Ja, Computer, Rechenmaschinen, Digitalisierung, die unterschiedlichen Systeme, die du ja gerade auch schon angesprochen hast. Gerade jüngere Menschen oder auch Kinder und Jugendliche kommen damit ja immer viel früher in Kontakt. Wie sieht das bei dir zu Hause aus? Also ich bin eigentlich noch so ein analoger Dinosaurier. Also ich nutze natürlich, ich habe ein iPhone und Netflix-Abo und also was man halt so hat und bin in den sozialen Medien irgendwie unterwegs. Mit meiner Tätigkeit macht das natürlich Sinn. Aber ich versuche, ich bin jetzt kein Nerd, kein Computer-Nerd, der sein Linux-System hat und das alles selbst konfiguriert. Ich will, dass die Systeme stabil laufen und versuche, die Zeiteinsparung, die mir die Systeme bringen, im besten Fall zu nutzen, um mein eigenes Gehirn zu benutzen, um kreativ zu sein und hoffentlich lustige Programme zu schreiben. Ja. Du hast ja eben auch schon so ein bisschen den Weg beschrieben, den du hinter dir hast, im Prinzip ja von der Physik über den Ausflug in die IT zum Kabarett. Da steckt ja auch eine ganze Menge Zeit und Wandel letzten Endes dahinter. Sind dir da Dinge besonders noch in Erinnerung, die dich vielleicht irgendwie geprägt haben oder beeindruckt haben, so im Positiven wie im Negativen Sinne? Ja, also ich meine, wenn ich jetzt mal so überlege, 89 habe ich angefangen, da gab es noch kein iPhone. Und heute ist es ja zu einem Teil von unserem Körper geworden. Ja, ich mache dann auch im Vortrag den Scherz, wenn mein Handy nur noch auf 10% Akku läuft, fühle ich mich selbst schwach. Das heißt also, muss mich da selber auch mit einbeziehen. Wir hängen ständig, wenn ich im Zug fahre, hängen wir ständig an diesen Dingern und sind quasi mit diesen Dingern verwoben, wo ich mir selber auch manchmal sage, ich muss mir da einen gewissen Abstand geben, weil früher, ich kenne noch die Zeiten, wo man, wenn man auf den Zug gewartet hat,
hat man sich einfach hingesetzt, hat sich vielleicht eine Zeitung gekauft, hat was gelesen und wenn die Zeitung fertig war, war man da gesessen und hat überlegt und sich Gedanken gemacht. Und heute bist du halt ständig an diesem Ding, was natürlich Vorteile hat, aber manchmal würde ich mir auch wünschen, ein bisschen mehr die Birne frei zu kriegen. Birne frei kriegen ist, glaube ich, auch ein guter Punkt für meine nächste Frage. Wenn du Themen für deine Programme letzten Endes suchst, die ja dann auch Spaß machen sollen, den Zuhörenden, wie kommst du dazu? Also gehst du dann halt offen durch die Welt und guckst nicht auf dein iPhone und nimmst Situationen auf? Oder? Also ich lese schon sehr viel und zwar querbeet. Also ich glaube, das, was den Leuten bei meinen Vorträgen oder bei meinen Shows Spaß macht, dass ich jetzt eben nicht eben direkt aus der, zum Beispiel in dem Fall jetzt aus der IT komme, sondern dass ich eben viel Parallelen zum Tierreich mache. Also zur Evolution, zu unterschiedlichsten Themenbereichen und die dann miteinander verbinde. Und das geht natürlich nur, wenn du ein relativ breit aufgestelltes Wissen hast. Und das heißt, ich wildere in allen Themenbereichen. Ich lese Bücher über Evolution, ich lese Bücher über Wirtschaft und versuche da irgendwie Metaphern zu finden und Dinge zu verknüpfen, die man vielleicht so noch nicht gehört hat, um mit dem Ziel, das interessant und spannend für die Leute zu machen. Okay. Ja, neben dem Weg über die verschiedenen beruflichen Stationen habe ich oder weiß ich von dir, dass du ja auch räumlich oder geografisch einen kleinen Weg hinter dir hast. Also hast du in Frankfurt gelebt, in New York gelebt, lebst jetzt in Wien. Ja. Das heißt, du bist da auch mit ganz unterschiedlichen Kulturen und Menschen letzten Endes im Kontakt. Wie nimmst du das wahr im Kontext der Digitalisierung? Gibt es da Dinge, die dir auffallen, die wirklich unterschiedlich sind? Also ich habe ein Jahr in New York gelebt und habe da auch war da auch auf der Bühne, habe auch Stand-up gemacht als deutscher Comedian in New York, eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Aber es hat ganz gut funktioniert, weil ich da halt auch den Leuten auf der Stand-up-Bühne über Wissenschaft und Physik und diese Themen näher gebracht hat. Und dadurch war ich in den Stand-up-Clubs ein Freak. Und was ich natürlich in Amerika schon auch mitgekriegt habe, ist, dass man, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass die Leute, die Amerikaner, schon auch offener und positiver an Sachen, an neue Sachen rangehen. Vielleicht nicht so perfektionistisch sind wie wir Deutsche. Also ich sage immer so scherzhaft, wenn wir eine Duscharmatur konstruieren, dann dauert es vielleicht 3 Jahre, aber die funktioniert dann zu 120%. Und wenn die Amerikaner eine App konstruieren, dann ist die in 6 Wochen fertig. Da funktionieren vielleicht nur 3 Funktionen und beim Rest sagt man, ja, das machen wir dann so Stück für Stück. Und ich glaube, wir können uns dabei bei vielen Dingen von den Amerikanern ein bisschen was abgucken. Also ein bisschen weniger Perfektionismus bei bestimmten Dingen, ein bisschen mehr Offenheit und rangehen, einfach mal machen, das Ding auf den Markt bringen und dann gucken, wie wir das Stück für Stück verbessern können. Also ich glaube, da können wir von den Amerikanern schon ein bisschen was lernen. Können wir auch von deren Humor lernen? Das Lustige ist, dass die Amerikaner, wenn so Firmenveranstaltungen, habe ich ja auch ein paar gemacht, die sind ja wahnsinnig, also Gags mit irgendeinem sexuellen oder Gender-Kontext, das geht gar nicht, überhaupt nicht. Da sind die total prüde und in den Clubs dagegen kannst du dann alles machen. Mhm. Und da lassen die wirklich die Sau raus, so dass ich sogar sage als Comedian, boah, das ist mir jetzt auch ein bisschen too much. Ja. Also es ist ein kontroverses Land. Es geht viel, aber man muss sich seine Nische suchen. Sehr gut. Wenn du heute einfach auf den Knopf drücken könntest, um gerade so in diesem ganzen Kontext der Digitalisierung und was da alles sich drumherum bewegt und verändert, auf den Knopf drücken und was sich ändern würde oder dir was wünschen könntest, was wäre das? Also, was ich auch in meiner normalen Show zum Schluss sage, wo es ein bisschen ernster wird, dass ich glaube, und das kriegen wir natürlich alle irgendwie mit oder spüren das, dass vielleicht auch durch die sozialen Medien, die ja ursprünglich konstruiert waren, um uns zu verbinden, um Urlaubsfotos auszutauschen, dass es mittlerweile dazu geführt hat, dass es die Leute in so eine
rechts, links, gut, böse Ecke irgendwie trennt. Dass man irgendwie gleich guckt, wenn jemand irgendwas postet, in welche Ecke kann ich den verorten? Und man redet immer weniger miteinander. Man in dieser Anonymität posten teilweise Leute totale Unverschämtheiten, wo ich mir dann denke, das würdest du nie demjenigen ins Gesicht sagen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da wieder zurückkommen könnten und uns wirklich wieder gegenseitig zuhören und ein bisschen diese Emotion rausnehmen. Ob das gelingt, weiß ich nicht, aber da haben wir vielleicht auch so ein bisschen bei den sozialen Medien die Büchse der Pandora geöffnet und es liegt eben an uns, damit jetzt zivilisiert umzugehen. Schöner Schlusssatz. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.